Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um den traurigen Fall von Kaylee Sawyer. Kaylee Ann Sawyer wurde am 3. März 1993 in Oregon in den USA geboren. Sie war die Tochter von Julie und Jamie Sawyer und hatte noch vier jüngere Brüder mit den Namen Zach, Cody, Jaden und Caleb. Diese anderen Geschwister sind jedoch, soweit ich das rausgelesen habe, aus den späteren Beziehungen ihrer jeweiligen Elternteile dann hervorgegangen. Also Julie und Jamie haben sich scheiden lassen und haben dann jeweils neu geheiratet. Julie hat einen Mann mit dem Namen Chris Van Cleef geheiratet und Jamie eine Frau mit dem Namen Crystal. Und die haben dann jeweils nochmal eine Familie zusammen gegründet. Allerdings hatte Kaylee allen Angaben zufolge dennoch ein gutes Verhältnis zu ihren Brüdern und auch zu ihren Eltern und dann auch zu ihren Stiefeltern. Also da liest sich jetzt nirgendwo raus, dass es einen großartigen Rosenkrieg oder große Auseinandersetzungen zwischen den Eltern gegeben hätte. Das scheint recht harmonisch verlaufen zu sein. Kaylee wird gemeinhin als sehr charismatisch und als sehr lebensfroh und sorglos beschrieben. Sie wird von Freundinnen beschrieben als jemand, der wirklich ja eine bestimmte Energie mit in den Raum gebracht hat. Einfach eine sehr positive Energie, die auch ansteckend wirkte auf andere. Schon als sie klein war, äußerte sich außerdem bei ihr sehr, dass sie doch ein recht fürsorglicher Mensch war. Sie wollte unbedingt immer Arzt spielen und wollte dann immer, wenn ihr Vater nach Hause gekommen ist, ihn gerne verarzten und hat dann überall kleine Pflaster auf ihn draufgeklebt und ihn mit Mullbinden eingewickelt, weil, ja, dass ihr einfach ein Bedürfnis war, Leute zu versorgen, weil sie immer dachte, die haben sich bestimmt wehgetan auf der Arbeit und deswegen kümmere ich mich nochmal um die. Also zum einen ist das natürlich sehr niedlich, aber zum anderen zeigt das auch, dass Kaylee damals schon sehr darauf bedacht war, dass es anderen Leuten gut geht und dass sie immer gerne helfen wollte. Später zeigte sich dann auch, dass Kaylee zudem recht sportlich war. Sie liebte Snowboarding und dass sie künstlerisch begabt war. Sie hat gerne fotografiert und sie hat auch sehr gerne Gedichte geschrieben. Kaylee war außerdem Teil des indigenen Tribes Cheyenne River Sioux Tribe und sie hat sogar einen recht berühmten Vorfahren, ihr Urgroßvater, ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Urs, war Chief Joseph Forbear und er war mitunter eine zentrale Figur in den American Frontier Wars oder den Indian Wars, einem historischen Ereignis, auf das wir jetzt nicht so viel genauer eingehen werden, aber es zeigt so ein bisschen die Ursprünge von Kaylees Familie und das war auch ihr wichtig, sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen, deswegen erwähne ich das hier einmal kurz. Im Juli 2016 war Kaylee 23 Jahre alt. Sie war zum einen Studentin, sie war eingeschrieben am Central Oregon Community College und zum anderen arbeitete sie noch als Zahnarzthelferin in einer Praxis in der Nähe. Am 23. Juli 2016, das war ein Samstag, war ein ganz besonderer Abend für Kaylee, denn es war die Bachelorette Party bzw. der Junggesellenabschied von ihrer besten Freundin. Und da haben sie und alle ihre Freunde, sowie natürlich die Braut selbst, Wochen, Monate lang drauf hingefiebert. Und es war wohl eine sehr schöne Party, aber Kaylee hatte schon gegen Mitternacht mehr oder weniger genug. Ich konnte nicht genau einsehen, wie lang dieser Tag ging, ob sie da vielleicht schon nachmittags angefangen haben. Also bei vielen ist es ja so, dass sie schon recht früh im Tag anfangen und nicht erst abends feiern gehen. In jedem Fall, Kaylee wollte gegen Mitternacht nach Hause. Und sie hat sich dann dazu entschieden, ihren Freund Cameron anzurufen. Die beiden waren schon circa 2 Jahre zusammen, lebten auch zusammen in einer Wohnung am Campus. Und sie hat ihn dann, wie gesagt, gebeten, sie einzusammeln und sie nach Hause zu bringen. Das hat Cameron dann auch gemacht. Allerdings ist zwischen den beiden wohl auf der Fahrt dann ein Streit ausgebrochen. Worum es in diesem Streit ging, das ist aus meinen Quellen jetzt nicht so wirklich hervorgegangen. Es war wohl aber so schlimm, dass Kaylee, als sie dann angekommen sind, nicht aus dem Auto aussteigen wollte. Sie wollte nicht mit Cameron zusammen in die Wohnung gehen, sie hat sich geweigert und er ist dann einfach ausgestiegen und erstmal reingegangen. Vielleicht auch, weil er gehofft hat, dass die Situation sich so ein bisschen abkühlt. Manchmal hilft es ja, einfach ein bisschen Distanz zu schaffen kurz. Aber als er dann nach 10 Minuten wieder rausgekommen ist, war Kaylee weg. Sie war nicht im Auto, sie stand nicht in der Nähe. Er hat auch nach ihr gerufen, aber nirgendwo ein Anzeichen von ihr gesehen. Sie war einfach
verschwunden. Er hat dann natürlich direkt zum Handy gegriffen, sie angerufen und da wohl auch ein bisschen mit ihr gesprochen und ihr auch noch Nachrichten geschickt. Also sie war durchaus noch in der Lage, ans Handy zu gehen. Anscheinend hat sie sich dann nochmal auf einen Spaziergang gemacht. Also worum auch immer es ging in diesem Streit. Es war so aufgeladen, dass sie nicht mit ihm in einem Raum schlafen wollte. Sie ist dann alleine durch die Nacht spaziert und er hat ihr dann immer wieder geschrieben, bitte komm jetzt nach Hause, ich hol dich ab, wo bist du? Aber sie wollte das nicht und das Letzte, was sie ihm geschrieben hat, war dann einfach nur, mach's gut, und daraufhin scheint sie das Handy ausgemacht zu haben. Das letzte Mal, dass die beiden Kontakt miteinander hatten, war um 1 Uhr in dieser Nacht. Danach war Kayleys Handy aus und sollte auch nie wieder angeschaltet werden. Kaylee kam in dieser Nacht nicht nach Hause, auch nicht am nächsten Morgen. Und als sie dann ihre nächste Schicht bei der Aubrey Dental Group verpasste, war schließlich allen klar, dass irgendetwas Schlimmeres passiert sein musste. Auch ihre Eltern hatten nichts von Kaylee gehört, Freunde konnten sie nicht erreichen, ihr Handy war wie gesagt aus und auch Cameron kam nicht zu ihr durch, weswegen ihre Familie sich dann dazu entschieden hat, Kaylee als vermisst zu melden. Das war jedoch nicht alles, was ihre Eltern gemacht haben. Sie haben sich dann auch noch an eine Organisation mit dem Namen Destiny Search Project gewandt. Und zusammen mit dieser Organisation haben sie es dann geschafft, genug freiwillige Helfer zusammenzutrommeln, um etwas größere Suchen zu organisieren, um nach Kaylee Ausschau zu halten. Denn ihre Eltern waren sich schon zu diesem Zeitpunkt recht sicher, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste, denn es war absolut nicht Kayleys Art, einfach so tagelang unterzutauchen und nichts von sich hören zu lassen. Also selbst wenn sie keine Lust mehr gehabt hätte, mit Cameron zu reden, warum auch immer, er hat im Nachhinein gesagt, dass sie wohl auch recht betrunken war, also worum es in dem Streit ging, keine Ahnung. Aber selbst wenn er so schlimm gewesen wäre, dass sie nicht zu ihm zurück nach Hause gewollt hätte, dann hätte sie ja trotzdem Kontakt zu ihren Freunden oder zu ihren Eltern haben können und bei denen erstmal unterkommen. Aber da sie das auch nicht getan hatte, waren sie sich recht sicher, dass nachdem Kaylee ihr Handy ausgemacht hat, irgendwas passiert sein muss. Doch am Montag, am 25. Juli, noch während all diese Suchtrupps unterwegs waren, meldete sich eine Frau bei der Polizei und erzählte den Beamten, dass ihr Mann ihr einen Mord gestanden hätte, beziehungsweise Totschlag. Ihr Name war Isabel Ponslara. Sie war gerade erst vor kurzem offiziell Beamte auch bei der Polizei und sie erzählte, dass ihr Ehemann Edwin Lara in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihr zunächst nicht mehr auf Nachrichten geantwortet hätte, was erstmal nicht verwunderlich war, weil er arbeiten war in der Zeit. Er war Security-Beamter beim College, das heißt, er ist da in der Nähe einfach rumgefahren. Die sind quasi einfach dafür verantwortlich, ja, dass es keine Auseinandersetzungen gibt, dass sie dafür sorgen, wie der Name schon sagt, dass die Studenten am Campus sicher sind. Es sind jedoch keine Polizeibeamten. Das ist ganz klar davon zu unterscheiden. Und warum das wichtig ist, da reden wir dann auch gleich nochmal drüber. In jedem Fall hat sie ihm zuletzt um 23:30 geschrieben, also eine halbe Stunde vor Mitternacht in dieser Nacht, und ist dann schlafen gegangen. Am nächsten Morgen ist sie aufgewacht, Edwin lag neben ihr im Bett, wirkte aber schon so ein bisschen abwesend. Sie hat aber gesagt, dass sie das nicht direkt angesprochen hat, weil die zwei schon länger Eheprobleme hatten und immer wieder Streitereien hatten. Und sie hatte Angst, was loszutreten, wenn sie ihn drauf anspricht. Sie hat gedacht, okay, wenn irgendwas ist, wird er sich schon damit selbst zu Wort melden. Der Rest des Sonntags verlief dann auch verhältnismäßig normal. Sie sind zusammen in die Kirche gegangen zum Gottesdienst, was sie jeden Sonntag gemacht haben. Und danach war es wieder eine ganz normale Stimmung. Es hat sich wieder so eingependelt. Sie hatte auch nicht mehr wirklich Angst, dass ein Streit ausbricht. Und sie haben dann am Abend sogar zusammen einen gekuschelten Film geschaut. Doch am Montag ist die Stimmung dann wieder sehr stark gekippt. Denn Edwin hat dann angefangen zu weinen. Aus dem Nichts wurde er super emotional und erzählte Isabel, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Studentin angefahren hätte. Er erzählte ihr, er hätte sie angefahren, sie sei aus dem Nichts einfach auf der Straße erschienen. Er hat sie angefahren, sie sei direkt tot gewesen, er hätte nichts mehr machen können und dann hat er Panik bekommen und hat ihre Leiche verschwinden lassen. Mit dieser Information hat er Isabel dann zurückgelassen, hat sich ihre Dienstwaffe geschnappt und ist dann in seinem Dienstwagen weggefahren, also in dem Wagen, den er vom College gestellt bekommen hat. Und daraufhin hat Isabel sich dann direkt bei der Polizei gemeldet. Sie hat dem Polizisten auch erzählt, dass Edwin ihr gesagt hätte, dass persönliche Gegenstände von dieser jungen Frau
im Schuppen eingeschlossen sein und da hat die Polizei dann auch direkt nachgeschaut. In diesem Schuppen fand die Polizei einen weißen Beutel mit High Heels, mit einer Handtasche, die Kaylee gehörte, zusammen mit ihrem Portemonnaie, ihrem Ausweis, ihren Kreditkarten. Sie fanden außerdem hinten im Schuppen einen Stein mit Blutflecken daran und mit Haaren, die daran klebten. Und sie fanden Edwins Arbeitsschuhe, die er am Tag von Kaylees Verschwinden getragen hat, und auch an diesen Schuhen befand sich Blut. Und dieses wurde dann später getestet und es war Hayleys Blut. Doch die Beamten fanden noch etwas anderes, sehr Verstörendes, und zwar ein Schulprojekt, so ein Poster, das Edwin erstellt hat, zu dem Serienmörder Angel Resendez Ramirez. Und dieser Serienmörder soll insgesamt mindestens 9 Menschen ermordet haben. Er wurde im Mai 2000 zum Tode verurteilt für seine Taten und im Juni 2006 durch die Todesspritze hingerichtet. Dieses Poster oder dieser Aufsteller ist allgemein schon sehr, ja, dramatisch gehalten. Also es ist schwarze Pappe mit so roten Schlieren darauf und dann große Bilder von diesem Mörder und Zeitungsartikel und dann so ein kleiner Ausschnitt zu den Opfern und Textausschnitte zu Angel Ramirez selbst. Also das war für die Beamten recht seltsam, dass jemand sowas aufbewahrt hat oder überhaupt erstellt hat und es dann aufbewahrt hat in seinem Schuppen. Später sollte sich dann herausstellen, dass Edwin Angel Ramirez anscheinend beeindruckend fand. Also anders kann man es nicht sagen. Und das ist sehr, sehr verstörend und war natürlich für die Ermittler dann auch direkt ein Anzeichen dafür, dass es sich vielleicht nicht wirklich um ein Versehen gehandelt hatte in der Nacht, in der Kaylee gestorben ist, sondern, worauf ja auch der Stein hindeutete, dass Edwin ganz bewusst Kaylee etwas angetan hatte. Die Beamten haben sich dann natürlich direkt auf den Weg gemacht, weil sie Edwin festnehmen wollten. In der Zwischenzeit ist Edwin mit seinem Dienstwagen zu seinen Eltern gefahren, hat den Wagen dort stehen lassen und hat ihn umgetauscht gegen einen Wagen von seinen Eltern und ist damit dann weitergefahren. Die Polizei konnte diesen Dienstwagen dann auch beschlagnahmen und sie haben ihn untersucht und hinten im Auto auch getrocknetes Blut gefunden. Dabei hat sich dann auch herausgestellt wieder, dass es sich um Kaylees Blut handelte. Also diese ganze Geschichte bekam immer mehr Lücken, die Geschichte, die er seiner Ehefrau erzählt hatte. Ab diesem Zeitpunkt hat man natürlich mit noch mehr Nachdruck nach Edwin gesucht, denn er hatte dieses Fanposter von einem Serienmörder und die Vermutung lag nahe, dass er jetzt weitere Taten begehen wollte. Edwin ist in der Zwischenzeit mit dem Wagen seiner Eltern dann weitergefahren bis nach Salem in Oregon und hier hat er dann eine 19-Jährige entführt. Der Name dieser 19-Jährigen war Andrea Elizabeth Mace und sie hat an diesem Tag einfach nur in ihrem Auto gesessen vor einem Ross Dress for Less Geschäft. Diese Ross-Läden sind meistens Discounter, deswegen Ross Dress for Less, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es sich da um Bekleidung gehandelt hat. Sie hat einfach nur in ihrem Wagen gesessen und war gerade an ihrem Handy, hat nicht so wirklich sich umgeguckt, weil sie gerade ein Selfie gemacht hatte, das sie auf Instagram hochladen wollte. Doch so weit ist sie gar nicht gekommen, denn in dem Moment, in dem sie auf Senden klicken wollte, ist Edwin neben ihr auf den Beifahrersitz eingestiegen und hat ihr seine Waffe an den Kopf gehalten, beziehungsweise die Dienstwaffe seiner Frau, die er mitgenommen hat. Er hat Andrea dann angewiesen, loszufahren und die 19-Jährige hat natürlich direkt gemacht, was er gesagt hat, weil sie Angst um ihr eigenes Leben hatte. Er hat sie dann dazu gebracht, bis nach Kalifornien mit ihm zu fahren. Hier ist er dann zu einem Super 8 Motel gegangen. Da haben die beiden anscheinend übernachtet und dann wollte er wieder den Wagen wechseln und hat einen Mann angesprochen, den er neben seinem Wagen hat stehen sehen, dort auf dem Parkplatz. Sein Name war Jack Levy. Und als Edwin von ihm die Autoschlüssel verlangte, hat Jack dann nach Hilfe gerufen. Und daraufhin hat Edwin ihn dann in den Bauch geschossen und sich dann mit Andrea aus dem Staub gemacht. Sie fuhren bis zur nächsten Tankstelle. Hier hat er dann einen anderen Wagen übernommen und in diesem Wagen saß eine etwas ältere Frau zusammen mit ihren beiden Enkelsöhnen. Ihr Ehemann, der Großvater der Kinder, stand noch an der Tankstelle, also der hat sich nicht im Auto befunden. Edwin hat dann den Wagen übernommen und ist mit ihnen zusammen dann losgefahren. In manchen Berichten heißt es sogar, dass er einen von den Enkelsöhnen dazu gezwungen hat, den Wagen zu fahren, während er die Waffe hielt die ganze Zeit und die Familie bedrohte. Auch Andrea war zu diesem Zeitpunkt mit dabei. Er ist dann losgefahren. Der Großvater hat von der Tankstelle aus die Polizei kontaktiert, die dann auch versucht hat, sich direkt an die Fersen
dieses Wagens zu heften. In der Zwischenzeit hat Edwin im Wagen mit vorgehaltener Waffe seine 9 weiteren Geiseln gefragt, ob sie eine Geschichte hören wollen. Und daraufhin sollen sie ihn dann angefleht haben, dass sie das nicht hören wollen. Also sie hatten offensichtlich auch Angst. Man weiß auch immer nicht, ob sich jemand in so einer Situation auch in Rage redet oder noch aggressiver wird. Er hat ihnen dann trotzdem eine Geschichte erzählt. Und zwar erzählt er ihnen, dass er vor ein paar Tagen eine junge Frau getötet hätte, weil er den Drang verspürt hätte zu töten. Das waren seine Worte. Er erzählte ihnen auch von Jack, dem er in den Bauch geschossen hatte, offensichtlich auch, um ihn Angst zu machen, vielleicht auch, weil jetzt so viele Geiseln mit im Wagen waren, dass er, würde ich denken, Angst hatte, da vielleicht auch überwältigt zu werden. Vielleicht hat er deswegen versucht, sie spüren zu lassen, ich bin zu allem in der Lage, ich bin zu allem fähig. Er hat diese 3 Personen, die Großmutter und ihre beiden Enkel, dann schließlich auch abgesetzt und sie sind unverletzt geblieben, zum Glück. Wenn ich unverletzt sage, dann meine ich offensichtlich im körperlichen Sinne, dass so etwas psychische Schäden hinterlässt, ist offensichtlich und ich hoffe sehr, dass auch sie da Hilfe bekommen haben im Nachhinein. Edwin ist dann weiter mit Andrea im Wagen den Highway runtergerast und hat sie dann irgendwann gebeten, ihr Handy rauszuholen, beziehungsweise ihr da wahrscheinlich eher ein Kommando gegeben, ihr Handy rauszuholen, und hat gesagt, er möchte gerne, dass sie ein Video macht, beziehungsweise er wollte gerne ein Video machen und das dann auf Facebook hochladen. Das Video trug den Titel Murder on the Loose and Kidnapped. Hi everybody, I just want to say that I apologize for everything I've done. Most likely I'm gonna get caught. And sorry about that girl. About that girl in Central Oregon. And I just wanna let family members Andrea that she's fine and she will be fine because so far she's been doing what I've been telling you to do, you know, and if you guys are wondering if I have done dirty things to her, no, all right, I'm not that kind of guy, you know, I used to kill that other girl, you know, and I regret it, I regret killing her, you know, she kept screaming and I've been stalking her forever. So, you know, like I say, she's still fine. We're driving. And she'll be home pretty soon. I'm sorry to her grandma and her family members, to her boyfriend. You know, I'm sorry for everything that I caused. Okay, and you'll see her pretty soon. Okay, tell the cops that not to shoot us, because if they shoot us, then that's not my fault. Okay, but sorry, everybody. Bye. Er hat in diesem Video gesagt, dass es ihm leid tut, was er getan hat. Es tut ihm leid um das Mädchen in Central Oregon, that girl. Also er bezieht sich hier auf Kaylee. Ich weiß nicht, ob er ihren Namen niemals kannte. Also er hatte ja ihre Handtasche, er hatte ihren Ausweis. Er scheint sich nicht mal die Mühe gemacht zu haben, rauszufinden, wie das ermordete Mädchen hieß, die ermordete Frau hieß. Er hat dann die Kamera rübergeschwenkt auf Andrea und sagt in dem Video, ich will nur, dass Andreas Familie weiß, ich habe ihr nichts angetan. Sie sagt alles, was ich ihr sage, was sie tun soll, deswegen passiert auch nichts Schlimmes. Und macht euch keine Sorgen, ich habe keine schmutzigen Dinge mit ihr gemacht. Er sagt dann, er wäre nicht so eine Art von Typ. Er wäre so jemand nicht, so ein Mann. Und er hätte auch das Mädchen in Oregon, also Kaylee, nicht töten wollen. Aber sie hätte einfach nicht aufgehört zu schreien. Und deswegen hätte er sie für immer ruhig stellen müssen. Er spricht dann weiterhin darüber, dass er wahrscheinlich gefasst werden wird. Er bittet auch darum, dass die Polizei nicht schießt. Es ist, finde ich, alles in allem ein sehr verstörendes Video und ich muss wirklich sagen, dass mich diese Formulierung That Girl sehr wütend gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, du hattest ihre Handtasche, du hattest ihre Sachen und wenn es dir wirklich leid getan hätte, dann hättest du wenigstens versucht rauszufinden, wie dieser Mensch heißt, deren Leben du gerade genommen hast. Aber es
scheint ihn nicht weiter interessiert zu haben. Er versucht ja auch in diesem Video, sich weiter so darzustellen, als wäre er gar nicht so ein schlimmer Typ. Wir lassen das einfach erstmal so stehen. Noch während er den Highway Richtung Redding, Kalifornien runtergefahren ist, hat er dann gegen 18.40 Uhr die Polizei angerufen. Er hat selbst den Notruf kontaktiert und hier mit den Beamten gesprochen. Er hat sich selbst am Telefon nochmal identifiziert, gesagt, dass er für Mord gesucht wird und auch gesagt, dass er eine Waffe dabei hat und eine schutzsichere Weste trägt. Möglicherweise auch nochmal, um dem vorzubeugen, dass die Polizei auf ihn schießt vielleicht, weil sie denken, es bringt sowieso nichts. Ich weiß nicht, warum er das für nötig gehalten hat, das den Polizisten zu erzählen. Ich bin mir auch nicht sicher, weil ich es aus meinen Quellen nicht rausfinden konnte, ob er wirklich eine schusssichere Weste getragen hat oder das einfach nur behauptet hat. Die Polizei hat es dann schließlich geschafft, ihn von der Straße abzudrängen und festzunehmen. Andrea ist unverletzt geblieben. Sie wurde zunächst auch festgenommen, weil man nicht ganz sicher sein konnte, ob sie mit Edwin unter einer Decke steckte. Es hat sich dann aber sehr schnell herausgestellt, dass dem nicht so war und dass sie auch ein Opfer in dieser Situation war und sie wurde dann natürlich freigelassen. Erst nach seiner Festnahme hat Edwin dann auch den Aufenthaltsort von Kayleys Leiche preisgegeben. Die Leiche konnte dann gefunden werden am Highway 126 in Redmond in Oregon und nach einer Autopsie konnte dann festgestellt werden, dass die Todesursache stumpfe Gewalteinwirkung war und die Todesart Mord. Bei einer Autopsie wurde auch deutlich, dass es Würgemale an Kayleys Hals gab. Edwin hat auch später gesagt, dass er erst versucht hat, sie zu erwürgen. Er hat sie dann jedoch mit einem Stein erschlagen und darauf deuteten auch mehrere Brüche in Kayleys Schädel hin. Es gab mehrere Spuren, die darauf hindeuteten, dass Kaylee sich sehr stark gewehrt hat gegen ihren Mörder. Sie hatte auch noch einige andere Verletzungen, die nicht so genau aufgeführt wurden. Und es wird auch in vielen der Berichte von einer Vergewaltigung und oder von sexueller Belästigung und Nötigung gesprochen. Es gab auch erstmal eine Anklage deswegen, die wurde dann jedoch später fallen gelassen wegen mangelnder Beweise. Trotz seines eigentlichen Geständnisses hat Edwin sich erstmal nicht schuldig bekannt für den Mord an Kaylee. Er ist dann jedoch einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen und hat sich auch schuldig bekannt für die Entführung und für den Mord. Nicht für diesen sexuellen Übergriff bzw. für die Vergewaltigung, weil es, wie gesagt, da nicht genug Beweise für gab. Er hat das wohl in seinem ersten Geständnis noch eingestanden und dann später sich aber geweigert, sich schuldig zu bekennen dafür. Und deswegen hat man dann diesen Anklagepunkt rausgelassen. Die Staatsanwaltschaft hat das dann auch später damit begründet, dass man die Familie nicht nochmal durch so ein Gerichtsverfahren zerren wollte und dass es ihnen einfach wichtig war, im Zweifel lieber eine härtere Strafe zu haben, in diesem Fall lebenslang, als vor Gericht zu gehen, die Familie damit noch zu quälen und dann möglicherweise sogar mit einem geringeren Strafmaß rauszugehen. Was ich ein bisschen verwirrend fand in der Recherche war, dass es in den meisten Artikeln heißt, dass Edwin Lara sich schuldig bekannt hätte und diesen Deal eingegangen sei, um der Todesstrafe zu entgehen. Soweit ich das recherchieren konnte, ist jedoch die Todesstrafe in Oregon seit 2011 ausgesetzt. Das heißt, sie ist nicht komplett weg, aber es gibt einen Stopp für die Todesstrafe. Da gab es wohl verhältnismäßig viel hin und her. Deswegen vielleicht hat er auch einfach Angst, dass das Ganze dann wieder ins Rollen kommt und wieder Menschen hingerichtet werden. Und wenn man dann dieses Urteil hat, dass er dann trotzdem umgebracht wird. Wie gesagt, soweit ich weiß, ist es seit 2011 so, dass in Oregon keine Hinrichtungen mehr durchgeführt werden. Und da gab es sogar 2013 einen Insassen, der geklagt hat. Gary Hugan war sein Name, der eigentlich im Alter von 19 Jahren in Haft gekommen ist, weil er seine Freundin umgebracht hat. Und dann im Gefängnis hat er einen Mitinsassen umgebracht und hat dafür dann die Todesstrafe kriegen sollen. Das wurde dann aber ausgesetzt und er hat dann 2013 geklagt, weil er der Meinung war, er hätte ein Recht darauf, hingerichtet zu werden. Am Ende hat das Gericht aber gegen ihn entschieden. Also dadurch, ja, kam dieses ganze Gespräch nochmal auf. Und Ende 2022 wurden auch alle Todesurteile dann aufgehoben und umgeändert zu lebenslanger Haft. Deswegen hätte Edwin Lara wahrscheinlich so oder so nicht die Todesstrafe bekommen. Aber er hat jetzt lebenslang bekommen und er hat dann auch im Nachhinein noch ein zweites Mal lebenslang bekommen für die ganzen anderen Taten, die er auf der Flucht begangen hat. Also Entführung,
dafür, dass er einen Menschen angeschossen hat, Wiederentführung und Autodiebstahl. All diese Dinge haben sich dann nochmal summiert und sind dann zu einem weiteren Strafmaß lebenslange Haft geworden. Das heißt, dass Edwin Lehrer höchstwahrscheinlich nie wieder auf freien Fuß kommt. Kayleys Familie hat im Nachhinein noch geklagt gegen das College, bei dem Edwin Lehrer angestellt war. Denn es war hier nicht unbekannt, dass Edwin eine Neigung zu sehr gewalttätigem, irrationalen Verhalten hatte. Edwin Lehrer hat selber später in seinem Geständnis gesagt, dass er schon sein Leben lang den starken Drang gespürt hätte, Menschen weh zu tun und Menschen zu töten und dass sich das erst so ein bisschen gelegt hätte, als er seine Frau geheiratet hat. Anscheinend hat es ihn am Ende aber doch nicht komplett abgehalten. Und auch seine Kollegen am College, andere Security Guards dort, wussten von diesen Tendenzen und von diesen, ja, Fantasien, die Edwin hatte, denn er hat das ihnen gegenüber auch geäußert und hat sich auch anderen Kollegen gegenüber teilweise gewalttätig gezeigt, insbesondere Frauen. So soll er unter anderem eine Kollegin gegen eine Wand gedrückt haben und sie am Hals festgehalten haben in einer Konversation, wo es irgendwie um Religion ging und um Glauben und er wollte von ihr hören, was ihr religiöser Glaube war. Also ganz seltsam, ganz unverhältnismäßig, total irrational. Und das waren so Situationen, die wohl immer häufiger vorgekommen sind. Das ist dann auch so weit gegangen, dass es Kolleginnen gab, also ganz speziell Frauen, die nicht zusammen mit ihm eine Schicht haben wollten, die auch nicht zusammen mit ihm in einem Dienstwagen sein wollten, weil sie Angst vor ihm hatten. Und anscheinend hat das niemand so richtig gemeldet, beziehungsweise das College hatte so ein bisschen was davon mitbekommen, aber nicht wirklich eingegriffen. Und Kayleys Mutter hat später dann auch gesagt, dass sie eigentlich die Kollegen von Edwin Lehrer damit konfrontieren wollte und ja auch natürlich Wut hatte, warum das nicht gemeldet wurde, denn hätte er nicht als Security Guard gearbeitet, dann wäre Kaylee nie gestorben. Denn es stellte sich dann heraus, nach dem Geständnis von Edwin Lehrer, dass er Kaylee in dieser Nacht auf der Straße gesehen hat. Er hat neben ihr angehalten in seinem Dienstwagen und sie gefragt, ob er sie nach Hause bringen soll. Bezeichnend hierbei ist, wie gesagt, er war in seiner Schicht als Security Guard vom College, dass er seine Uniform anhatte und in seinem Dienstwagen saß. Und sowohl der Wagen als auch die Uniform sahen dem Outfit und dem Wagen von echten Polizisten sehr, sehr ähnlich. Das heißt, Kaylee dachte, als sie in den Wagen gestiegen ist, dass sie in den Wagen eines richtigen Polizisten steigt, was Edwin nicht war. Er war kein Polizist, er war einfach nur Sicherheitsbeamter von der Uni. Trotzdem verfügt er über diesen Dienstwagen, der von innen nicht geöffnet werden kann. Sie ist hinten eingestiegen und sie hatte von innen keine Möglichkeit, aus dem Wagen wieder rauszukommen. Sie war komplett gefangen. Daraufhin ist er dann mit ihr an einen abgelegenen Ort gefahren, hat sie angegriffen. Er soll auch versucht haben, sie zu vergewaltigen. Aber wie gesagt, das wurde fallen gelassen. Er wurde dafür nicht verurteilt. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass da nichts Furchtbares passiert ist. Und weil sie so laut geschrien hat, hat er sie dann mit einem Stein erschlagen. So seine Version. Er hätte ihr natürlich niemals etwas antun dürfen. Er hat seine Position als Security Guard ausgenutzt. Diesen Vorschub an Vertrauen, den man einer Person gegenüber in der Regel hat, die eigentlich für Sicherheit sorgen soll und ja, hat das genutzt, um Kaylee in eine furchtbare Situation zu bringen und am Ende auch, um ihr das Leben zu nehmen. Julie, Kayleys Mutter, hat Edwins Kollegen am Ende nicht konfrontiert, weil sie gesagt hat, sie hat in ihren Augen gesehen, dass sie sich schämen, dass sie sich unglaublich schlecht fühlen dafür, dass sie nichts gesagt haben, dass sie Edwin Lehrer nicht gemeldet haben und dass er weiter in diesem Beruf tätig sein durfte. Kayleys Familie hat später dann auch gegen das College geklagt und es gab dann eine Einigung für $2 Millionen. Also ihre Familie hat $2 Millionen vom College bekommen. Das College hat im Nachhinein behauptet, sie hätten nichts falsch gemacht und sie hätten sich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie haben aber trotzdem dieses Geld gezahlt, denn Kayleys Familie hat angemerkt in ihrer Klage, dass es absolut fahrlässig ist, erstens nicht genug Background-Checks zu machen bei den Angestellten, zweitens da nicht immer wieder nachzugucken, ob alles okay ist oder vielleicht auch psychologische Tests zu machen, denn offensichtlich hatte Edwin Lehrer da Gedanken, die man normalerweise nicht haben sollte und auch Verhaltensweisen, die auffällig waren, die eigentlich
bei so einer Prüfung aufgefallen wären, hätte es sie gegeben. Und dann kommt dazu natürlich noch der Punkt mit der Uniform und mit dem Wagen, die sehr, sehr ähnlich aussehen zu den Polizeioutfits und den Polizeiwagen, sodass Kaylee sich nicht im Klaren darüber war, dass sie nicht zu einem offiziellen Polizeibeamten in den Wagen stieg. Und das heißt nicht, dass es nicht auch Gewalt von Polizeibeamten geben kann. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Also dieser Vertrauensvorschuss, den sie hatte, der kam mitunter daher, dass sie dachte, sie redet mit einem Polizeibeamten. Und natürlich hätte auch ein Security Guard vom College möglicherweise so einen Vertrauensvorschuss bekommen, aber dass sie da keinen Unterschied auf den ersten Blick, vor allem nicht betrunken und nachts im Dunkeln, hat sehen können, das hat ihre Familie sehr stark angekreidet. Und wie gesagt, das College hat offensichtlich dann eingesehen, mehr oder weniger, dass es sein kann, dass sie den Fall verlieren und haben sich dann deswegen auf 2 Millionen geeinigt. Die Familie hat sich dann auch bei der Strafmaßfestsetzung nochmal zu Wort gemeldet. Der Großvater von Kaylee hatte sehr präzise Worte zu Edwin Lehrer, von denen ich jetzt gar nicht genau weiß, ob ich sie in einem Video so stark wiedergeben kann. Also ich kann euch sagen, dass er ja offensichtlich nicht viel von dem Mörder seiner Großtochter hält, dass er ihm nichts Gutes wünscht und dass er starke Gewaltfantasien hat, was diesen Mann angeht. Ich glaube, so viel kann man sagen und ich denke, das ist auch mehr oder weniger verständlich, dass da die Emotionen sehr, sehr hoch kochen und ich bin die Letzte, die da einem Angehörigen diese Wut absprechen will. Julie, Kaylees Mutter, hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet und sie hat sich direkt an Edwin gewandt und gesagt, du hast es nicht geschafft, sie zum Schweigen zu bringen. Ich werde immer die Mutter eines Mordopfers sein. Aber deine Mutter wird immer die Mutter eines Mörders und eines Vergewaltigers sein. Sehr harte Worte auch für Edwin Lehrers Familie. Ich habe nicht viel zu seinen Familienverhältnissen herausgefunden. Ich kann die Wut verstehen. Und ich glaube, dass in solchen Momenten auch die Emotionen sehr hochkochen. Auch Andrea, die 19-Jährige, die von ihm entführt wurde und ja auf diesen furchtbaren Fluchtweg mitgenommen wurde, hat sich vor Gericht nochmal geäußert und sich an ihren Entführer gewandt. Sie hat gesagt, du hast gedacht, dass du mir für immer mein Leben gestohlen hast. Aber ich bin kein Opfer. Ich bin eine Überlebende. Ich bin eine Kämpferin. Ich bin stärker, als ich es jemals war. Und du wirst da verrotten, wo du hingehörst. Edwin Lehrer hat nicht wirklich reagiert auf die Dinge, die da zu ihm gesagt wurden. Er hat sich selbst nochmal zu Wort gemeldet und ja, eigentlich zu Gott gesprochen und Gott gebeten, die Herzen der Angehörigen und der Freunde und der Familien zu heilen und Gott darum gebeten, dass Kaylee Sawyer in Frieden ruhen kann. Ja, ich glaube, weiter muss man sich dazu auch nicht äußern. Für Kaylees Familie ist ihr Verlust furchtbar. Es hat ihre Herzen gebrochen und Jamie hat auch später gesagt, dass er sie nie loslassen wird, dass er sich nie richtig verabschieden konnte, dass er seine Tochter nicht zum letzten Mal in die Arme nehmen konnte, dass er ihr nicht nochmal sagen konnte, wie sehr er sie liebt, sondern dass sie ihn einfach so genommen wurde und dass es schwer ist, diesen Gedanken so loszulassen. Julie hat aber auch gesagt, dass sie gerne möchte, dass Kaylees Geschichte erzählt wird, dass sich an Kaylee als Mensch, als junge Frau erinnert wird, an ihr Lächeln, an ihre Art, an ihre Offenheit, an die Liebe, die sie Menschen gegeben hat und dass man sich an sie nicht nur als das Mordopfer Kaylee Sawyer erinnert, sondern als Kaylee Sawyer, der Mensch, Kaylee Sawyer, die junge Frau, die noch so viel vor sich hatte. Und das sind, finde ich, sehr starke Worte und ich hoffe sehr, dass ihre Familie sie so in Erinnerung behalten kann und ja, diese Erinnerung am Leben hält und nicht immer nur an ihr furchtbares Ende denken muss. Ihre Familie hat sich auch dafür eingesetzt, dass das Gesetz geändert wird und es wurde dann auch im Mai 2019 ein Gesetz erlassen, in dem ganz klar festgehalten wurde, dass Sicherheitsbeamte von Unis und von Colleges klar als solche erkennbar sein müssen und unterscheidbar sein müssen von echten Polizeibeamten. Und dieses Gesetz trägt Kaylees Namen. Es heißt Kaylees Law. Ihren Eltern war es außerdem wichtig, noch einmal darüber zu sprechen, wie sehr auch ihr Freund Cameron darunter gelitten hat, was mit Kaylee passiert ist und dass er auch sehr unter diesem ersten Verdachtsmoment gelitten hat, weil
ich habe euch ja schon so oft gesagt, in solchen Fällen wird meistens von innen nach außen ermittelt. Das heißt, man guckt sich zuerst das nächste Umfeld des Opfers an, Eltern, Freunde, Partner. Und ja, da ist Cameron natürlich so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten und hatte erstmal diesen Anfangsverdacht auf sich liegen. Und das war sehr schwer für ihn und auch sehr schwer für Kayleys Eltern. Und es ist ihnen super wichtig, da nochmal zu sagen, die zwei hatten zwar diesen großen Streit in der Nacht, in der Kaylee verschwunden ist, aber sie wissen, dass Cameron Kaylee über alles geliebt hat, dass er sein Bestes getan hat, um gut auf sie Acht zu geben. Und ja, sie wollten ihn, glaube ich, auch nochmal so von so einer Schuld frei sprechen oder von dem Narrativ, dass er ein schlechter Freund war, weil er sie hat draußen sitzen lassen für 10 Minuten oder weil sie sich gestritten haben. Weil ich denke, das muss man sich auch im Gedächtnis behalten. Für Cameron muss es auch furchtbar sein, dass die letzten Momente, die er mit Kaylee hatte, im Streit waren und dass sie nie in der Lage waren, diesen Streit aufzulösen, weil ihr Leben ihr genommen wurde und er nie wieder mit ihr sprechen konnte. Das war der Fall von Kaylee Sawyer. Ich hoffe, dieses Video war für euch interessant. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesem Fall meint. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.